Täglich geht Bruder Josef Hasselbach ins Spital. Er ist Spitalseelsorger. Eine abwechslungsreiche, aber auch eine herausfordernde Aufgabe. Bevor Bruder Josef zu den Kranken geht, verweilt er einen kurzen Augenblick in der Spitalkapelle, um sich auf die bevorstehenden Begegnungen einzustimmen. Dann geht er zu den Patientinnen und Patienten, die seinen Besuch wünschen. Der gute Kontakt zum Pflegepersonal hilft Bruder Josef, sich auf das momentane Befinden der Patientinnen und Patienten einzustellen. Selbstverständlich sind entsprechende Auskünfte vertraulich und ans Berufsgeheimnis gebunden. Wenn jemand ins Spital gehen muss, besonders wenn es das erste Mal ist, bringt dies Verunsicherung mit sich. In kurzer Zeit muss Bruder Josef erkennen, wie es einer Patientin einem Patienten geht. Er versucht, sich in sie hineinzufühlen und zu erkennen, was ihnen gut tut. Vor allem ist seine Fähigkeit gefragt, zuhören zu können. Immer wieder muss sich Bruder Josef auf neue Situationen einstellen. Bei den Begegnungen gilt es zu respektieren, was und wie viel eine Patientin, ein Patient von sich preisgeben will. Es braucht Zeit, damit Vertrauen entstehen und wachsen kann. Die Erwartungen sind recht unterschiedlich. Die einen sind dankbar, dass jemand zu ihnen kommt und ihnen zuhört. Andere möchten ein Gespräch. Wieder andere wünschen ein gemeinsames Gebet, den Krankensegen, den Empfang der Kommunion oder der Krankensalbung. Meist sind Patientinnen und Patienten allein, wenn Bruder Josef sie besucht. Doch er trifft öfters auch Angehörige an. Seine Gegenwart kann ihnen helfen, eine Krankheit oder den nahen Tod eines geliebten Menschen zu akzeptieren. Manchmal ist es schwierig, die Situation von Patientinnen und Patienten richtig einzuschätzen. Bruder Josef ist froh, sich auf den Austausch mit dem Sozialdienst verlassen zu können. Seine Arbeit helfen auch die guten Kontakte zum Pflegepersonal. Zudem tut es gut, jemanden von ihnen für einen kurzen Schwatz anzutreffen. Bruder Josef lädt regelmäßig zu Gottesdiensten ein. Manche nehmen dieses Angebot gerne an, weil sie darin Halt und Zuversicht finden. Manche Patientinnen und Patienten können das Spital geheilt verlassen. Bei anderen muss sich die ärztliche Kunst darauf beschränken, einen Krankheitsverlauf zu verlangsamen oder Schmerzen zu lindern. Der Tod bleibt eine unausweichliche Tatsache. Es gehört zur Aufgabe von Bruder Josef, Sterbende zu begleiten und Angehörigen beizustehen. Er ist dankbar, dass es im Spital nicht nur Krankheit und Tod gibt. Es ist auch der Ort, wo Kindern das Leben geschenkt wird. Für sie veranstaltet Bruder Josef eine kleine Feier, um sie willkommen zu heißen. Das Spital, ein Brennpunkt des Lebens. Bei allem Belastenden ist Bruder Josef gerne Spitalseelsorger.
Er hat das Gefühl, seine Arbeitskraft sinnvoll einzusetzen und Menschen etwas Gutes zu tun.